Am 19. September 2019 um 9 Uhr begann der Schülerzeitungskongress auf dem Ulm Campus der Universität Rostock. Organisiert wird dieser Kongress vom Jugendmedienverband, der Landesinformationsstelle Schülerzeitung, dem Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern und dem AStA der Universität Rostock. 120 Teilnehmer haben in je 9 Workshops am Vormittag und am Nachmittag in je 2 Stunden verschiedene Themen ausgearbeitet. Einer dieser Workshops nannte sich Themendetektive, wie finden wir interessante Themen, mit Workshopleiter Stefan Köck. Mein Name ist Stefan Köck und ich bin freiberuflicher Medienpädagoge und leite in Stralsund die Medienwerkstatt Identity Films e.V. Ich wollte den einfach mal erstmal erreichen, dass sie sensibilisiert werden, dass sie halt lernen, breiteres Spektrum zu machen, dass sie vielleicht ihren Horizont erweitern, dass halt Schülerinnen und Schüler in den Workshop kommen, die richtig Lust drauf haben, ne? Also auch was zu lernen und Wissen mitzunehmen und die das auch freiwillig machen. Wo die Schüler und Schülerinnen ihre Themen bis jetzt gefunden haben, wird bei einer kurzen Gruppenarbeit zusammengetragen. Inspirationen aus dem Internet, vom Schulhof, von Eltern und Lehrern. Viele Ideen kommen hier zusammen und werden anschließend mit Stefan Köck besprochen. Alle super. Ne? Ihr habt einmal euer eigenes Gehirn. Das ist großartig. Das ist eine super interessante Sache, euer Kopf. Ja, da findet ihr ganz schöne Sachen. Ich bin die Annelie Trimborn und komme aus Greifswald, aus der Ahnenschule und bin in der 6. Klasse. Ich bin Charlotte Lapzer, komme auch aus Greifswald, aus der Ahnenschule und ja, ich bin auch in der 6. Klasse. Warum Sie an diesem Workshop teilgenommen haben, ist für die beiden vollkommen klar. Weil wir uns ein paar Tipps abholen wollten, wie wir unsere Schülerzeitung verbessern können. Genau. Wichtig ist immer, wenn ihr im Umfeld von eurer Schule seid. Eine der wichtigsten Fragen ist immer, was findet ihr selber persönlich interessant? Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst gehabt, weil wir Viertklässler drin hatten und Siebtklässler und Sechstklässler. Ich dachte, vielleicht und Drittklässler ja auch. Vielleicht funktioniert das ja nicht. Ich dachte, so Grundschule, 4., 5. Klasse ist super, das harmonisiert. Ich hatte bei den 5., 6. Klässlern ein bisschen Angst, dass sie hinten runterfallen. Aber ich glaube, die haben auch ganz viel mitgenommen. So, und auch mal wieder versucht, den Spagat halt zwischen beiden Interessensgruppen halt zu füllen. Und ich glaube, es ist mir gelungen. Habt ihr das Gefühl gehabt, es hat euch was weiter? Ihr habt was gelernt? Ja. Habt was Neues mitgenommen? Es hat sich gelohnt, für euch hier zu sein? Ja. Es war sehr schön hier, weil wir jetzt viel gelernt haben und das hat auch irgendwie voll Spaß gemacht. Und das Schönste bei einer Schülerzeitung ist, dass wir alle zusammenhalten.